Ahoi Passagierinnen und Passagiere! Willkommen, liebe Tetra-Packies, willkommen zurück im Tetra-Bus, im Fernbus-Simulator. Jawohl, wir befinden uns in Dortmund und, wir befinden uns in Dortmund und ich würde sagen, ja Moment, wir starten erstmal den Bus, das wäre vielleicht, gar nicht so verkehrt. Die Anzeige anmachen. Genau, dann sollten wir mal gucken, ob hier alles... Ja, WLAN. Natürlich nicht. So. Ja, okay. Okay. Was hatten wir hier nochmal? Nachlauf. Wir machen hier alles mal. Spannungswandler. Komfortdrive, Bremsomat. Ja. Gut. Okay, täte ich sagen, ja genau, es gab noch wohl ein Update. Sehen wir jetzt gar nicht. Und zwar wurden die NPCs überarbeitet, also die Figürchen, die Mannekes und Frauekes und so, ne? Und das gucken wir uns nachher natürlich schon mal detailliert an. Und außerdem, Moment, wir müssen erstmal wieder in unseren Bus hinein. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Und außerdem gibt es auch wohl neue Modelle für den Busfahrer. Also hier unser Fahrermannequin. Da gibt es jetzt wohl eine Auswahl von 3 verschiedenen Modellen, darunter auch eine weibliche Figur, also eine Busfahrerin. Die konnten wir uns jetzt noch nicht auswählen, weil ich habe den Spielstand hier geladen. Aber das machen wir dann beim Beginn der nächsten Tour. Da schauen wir uns doch mal an, was wir da wählen können und wen wir da wählen. Ja, ansonsten gucken wir, wie die Reise hier weitergeht und lassen uns einfach mal überraschen, wie viele Unfälle wir diesmal bauen. Oh, könnt ihr nicht einmal vernünftig fahren? Nein. Warum? Ist der behindert? Ja. Oh, ach so. Okay. Oh Gott, jetzt habe ich Angst. Ja, hätte ich auch an deiner Stelle. Auweia, jetzt habe ich so viel hier gequatscht, da ist unsere Zeit auch schon... Kommt davon, hier, so, Fahrt starten. Nee, so. Haben wir alles? An alles gedacht? Ja, ich denke schon. Na gut. Dann mal ab dafür. Sehr gut. So, hier hat jetzt erstmal direkt nach Osnabrück. Ach, apropos. 15:45 Pause, okay. Oh. Wow. 15 Uhr, ah, haben wir noch ein bisschen Zeit. Na, anderthalb Stündchen. Das, oh, verdammt. Das soll ja noch zu schaffen sein, denke ich mal, ne? Müssen wir halt nur dran denken, obwohl eigentlich brauchen wir nicht dran denken, weil wir kennen ja unsere Fahrgäste. Die werden uns früh genug daran erinnern, mit einem nervigen, war da nicht gerade ein Rasthof? Oder Rastplatz? Irgendwie sowas, das kommt immer. Immer. Ja, also immer dann, wenn man es wieder mal nicht geschafft hat, rechtzeitig zu rasten. Ja. Also in unserem Fall immer. Nein, nicht. Ja. Lass es, Marcel. Okay. Zu viel Kaffee gehabt heute? Ach so, apropos. Trinken, Moment. Kaltes Cola-Mischgetränk. So, Was? Whisky, Cola? Nein.
Oder Küste Orange. Beziehungsweise schwappende Schwippe, kalter Kaffee. Achso, hier müssen wir rechts. Oh weia. Gut, dass wir gerade wieder in Zombie Town gelandet sind. Sonst hätten wir hier wieder direkt ein Verkehrschaos ausgelöst. Will ja auch keiner, ne? Boll. So. Okay. Ja gut, nee, aber so wie ich das da sehe, müssen wir dann da wohl mal links. Die nächste Möglichkeit. Ist unser Navi wieder ein bisschen verwirrt. Hallo? Bleibst du wohl stehen, Kollege? Ja klar, jetzt ist natürlich grün. Wenn ich stehen bleibe, ist grün. Das ist normal. Das sind die Marcel-Verarscher-Ampeln. Die sind jetzt ganz neu. So. Wenn ich fahren will, ist rot. Dortmund, Dortmund, Dortmund. Das werd ich mir merken. So. Ja, was jabet sonst so in der Welt drin? SP-Desaster gabet. NRW hat gewählt, also ich auch. Die SPD ist halt kraftlos jetzt, ne? Oh. Wer hat Schulz? Aha. Oh Gott, ey, heute hast du aber echt einen Clown gefrühstückt. Ja, nee, also geht. Ja, gut, das Wahlergebnis. Also ich habe so nicht gewählt. Ich habe nicht diesen, Laschet. Was hat ein Bekannter von mir gesagt? Der erinnert ihn voll an Milhouse von den Simpsons. Und ja, da hat er vollkommen recht. So, der hat so überhaupt gar kein Charisma, dieser Mann. So gar nicht, wie so ein Stück Brot. Ich glaube, ein Stück Brot ist charismatischer als dieser gute Herr Laschet. Also. Oh, wir sind natürlich wieder zu schnell. Aber wie gesagt, ich bin nicht daran schuld. Ich habe nicht gewählt. Hier darf ich das ja sagen. Wenn ich die Parteiprogramme hier auf dem Kanal vorstelle, dann möchte ich das ja möglichst wertfrei tun. Und ja, möchte da lieber, also möchte da ja objektiv, ja, versuchen, das Ganze objektiv zu machen. Aber jetzt hier bei uns im Bus, ne, wir sind ja unter uns quasi, und da kann ich ja sagen, nee, also ich habe weder CDU noch SPD, ich habe keinen von den Großen gewählt, sondern mal wieder so eine richtig schöne Protestwahl gemacht und gesagt, Leute, meine Stimme bekommen Parteien, die es vermutlich nicht in den Landtag schaffen werden, die aber zum Ausdruck bringen sollen, dass ich mit der Politik, die betrieben wurde in den letzten 70 Jahren, nicht zufrieden bin. Ja, 70 Jahre vielleicht nicht. So lange bin ich auch noch gar nicht auf der Welt drauf. Aber solange ich denken kann, ist die Politik in NRW, ja. Ich glaube, ich habe das ja schon mal erzählt, ich war ja früher auch selbst mal politisch aktiv. In einer sehr, sehr, ja, großen Partei. Und diese Partei habe ich nicht gewählt. Sie wird aber wohl die neue Regierung stellen. Was? Da warst du? Ja, ich war jung und, ja, dumm. Jung und dumm. Oh, warte mal, hier müssen wir wahrscheinlich. Ups.
bin doch richtig, oder? Ja. Oh, weia. Ich dachte schon. Ja, aber ich bin mittlerweile auch aus dieser Partei ausgetreten, denn mit der Politik bin ich überhaupt nicht einverstanden. Aber ich denke, das sind auch alles so Sachen, wenn man noch jünger ist. Und ich war durch meine Eltern quasi vorgeprägt. Ja, dann, ne, irgendwann bildet man so seine eigene Meinung und denkt sich, ja, Moment. Nee. Also für mich jetzt nicht, danke. Ja. Genau, und so kam es dann halt zu meiner Protestwahl. Dass ich politisch ein politischer Mensch bin, das wisst ihr ja auch, das habe ich auch schon oft genug erwähnt. Nur halt jetzt derzeit nicht aktiv. Wenn es eine Partei gäbe, wo ich mich 100% mit identifizieren könnte, wo ich sagen könnte, ja, sehe ich alles genauso, dann würde ich wahrscheinlich auch wieder in eine Partei eintreten und vermutlich auch politisch aktiv werden und eventuell sogar versuchen, ein Amt zu bekleiden. Ja, jetzt nicht hier Landtag, Bundestag, nee, aber vielleicht was Kommunalpolitisches oder so, ja, irgendwie sowas. Weiß ich nicht. Also, aber wie gesagt, es... Oh, verdammt, das war... Ja, tut mir leid. Ich dachte, das haut noch hin, aber... Wenn du denkst, du... Eieiei. Ja, jetzt ist aber, wenn einmal, ne, hast du Kacke am Schuh, hast du Kacke am Schuh. So. Kommt von dem ganzen Gequatsche, Kollege. Ja, ich weiß. Ich weiß das doch. Ja, auf jeden Fall, es gibt halt diese Partei momentan nicht. Ja, dann gründ doch eine eigene Partei. Habe ich ehrlich gesagt auch schon mal drüber nachgedacht, aber... Ja, zum einen, also A ist das... Oh. Moment, ich muss mal eben kurz hier durchkommen. Oh, weia. Also, zum einen ist das, erstmal ein ganzes Stück Arbeit. Ist ja nicht nur alleine ein Parteiprogramm aufzustellen, sondern das gesamte Gründungsverfahren einer Partei unterliegt ja auch strikten Regeln. Ich dachte, das ist ein Bus und kein Düsenjet. Und man braucht ja auch eine ganze Menge Unterstützer. Na, und das würde ich mir, glaube ich, auch nicht zutrauen. Wenn man da die richtigen Leute hätte, keine Ahnung. Ich meine, wer weiß, vielleicht wächst ja hier irgendwie nochmal eine Community zusammen, die das Ganze dann möglich macht und wo das dann ganz anders aussehen würde. Ich weiß es nicht. Wäre schon eine coole Sache irgendwo, aber ja, das ist ein anderes Thema. Ansonsten hatte ich auch schon mal überlegt, mich vielleicht als parteiloser Politiker auf Wahllisten setzen zu lassen. Das geht ja auch. Aber ich weiß es nicht. Das ist alles, wie gesagt. Ich habe momentan andere Prioritäten. Eine Priorität, die erlebt ihr ja gerade. Ihr hört mich hier quatschen. Und alles andere, das ist so, ja... Ich beobachte das Geschehen sehr aufmerksam, das Politische. Kommentiere das auch ganz gerne mal. Aber die Partizipation, also die Teilhabe, ist bei mir dann jetzt doch momentan eher darauf beschränkt, wie gesagt, das Ganze zu kommentieren. Ja. Teils bissig, teils nett. Obwohl, was gibt's da Nettes zu sagen momentan? Ich wüsste es nicht. Das meiste, was ich so sehe... Ja, schlägt mir eigentlich bitter auf den Magen. Ich glaube, ihr merkt das selbst. Ja, die Stimmung am Anfang vom Fernbus bis jetzt ist deutlich gekippt. Ja, nein, nicht, dass ich jetzt schlechte Laune hätte, nur weil wir über Politik reden. Nee, dann hätte ich es auch gleich sein lassen sollen. Aber ja, es ist halt... Ja. Ist halt ein schwieriges Thema. Ich weiß nicht, ob jemand von euch die Anstalt gesehen hat. Vorletzten Dienstag. Oh Gott, warte mal. Diese Folge kommt auch am Dienstag, dann ist es eine Woche her, ja. Glaube ich zumindest, ja doch.
Ja, und da ging es zum Beispiel um die Arbeit, um Niedriglohnsektor in Deutschland, der ja wahnsinnig groß geworden ist. Ja, durch diese ganzen Leiharbeitsfirmen, durch die Werksverträge. Und die Gewerkschaften, die stecken da ja quasi mit den Arbeitgebern unter einer Decke und begünstigen die Ungleichbehandlung von Leiharbeitern. Ja, also der Gesetzgeber hat ein Gesetz rausgebracht, in dem es heißt, dass Leiharbeiter nach 9 Monaten oder ich will mich da jetzt nicht festnageln lassen, nach einer gewissen Zeit den gleichen Lohn für gleiche Arbeit bekommen müssen. Was ja wohl das Mindeste ist. So. Und es sei denn, der Tarifvertrag des Unternehmens oder dem Tarifkonglomerat, dem er, wie spät haben wir es, 15.24 Uhr, ist das jetzt ein Rastplatz hier? Sehen wir da ein P? Sehen wir da ein P? Ich muss mal kurz. Nein, wir sehen. Wir sehen kein P. Also fahren wir vorbei. Ja, also wenn dort ein Tarifvertrag gilt, der was anderes beinhaltet, dann kann diese Regelung durch den Tarifvertrag ausgehebelt werden. Also, angenommen, dort ist dann Leiharbeiter beschäftigt. Schon wieder eine Baustelle. Heute ist aber Baustellistan oder was? Also dann ist ein Leiharbeiter beschäftigt, jetzt schon mehr als die Zeit, in der er eigentlich den gleichen Lohn hätte bekommen sollen. Dann bekommt er ihn nicht, weil im Tarifvertrag steht, nö, bei uns im Tarif ist vereinbart worden, dass er den erst ab, was weiß ich, 40 Monaten bekommt. Jetzt mal einfach nur so doof dahingesagt. Dann kriegt er nicht den gleichen Lohn, weil dieser Tarifvertrag quasi über dem Gesetz steht. Also über dem, was gesetzlich beschlossen wurde. Er steht nicht über dem Gesetz, sondern in dem Gesetz ist halt diese Ausnahme verankert. Und dass das wohl die Arbeitgeber gewesen sind, ich glaube, da müssen wir nicht lange drüber diskutieren, dass das wohl Lobbyarbeit gewesen ist und nichts anderes. Und genau das ist so eine Sache, wo ich sage, boah, das... Nee, das geht mir... Darum soll man sich also anschnallen. Ja, darum soll man sich anschnallen. Verdammt, was ist denn jetzt? Hängen wir irgendwo fest? Ich glaube wohl. Ja, und das geht mir ehrlich gesagt total gegen den Strich. Diese ganze Lobbyarbeit, diesen ganzen Lobbyismus. Nee, das hat einfach... Das dürfte in der Politik nichts zu suchen haben. Hat es aber. Tja. Oder auch diese ganze Schere, die immer weiter auseinanderklafft. Ja, warum muss ein Vorstandsvorsitzender 25.000 Mal so viel verdienen wie ein Facharbeiter? Ich meine, was soll das? Das ist ja doch nicht wert. Das ist ja doch nicht wert. Wie viele Vorstandsvorsitzende haben Unternehmen wirklich ins Minus befördert und dafür noch Boni kassiert? Also Leute, ist ja wohl... Da frage ich mich dann immer, warum die deutsche Mittelschicht da so ruhig bleibt. Ja, weil die Mittelschicht ist diejenige, die eigentlich darunter leidet. Und die in den letzten Jahren enorm gelitten hat. Da muss man auch nochmal dazu sagen. Also die deutsche Mittelschicht, die hat ganz schön leiden müssen. Und ich glaube, das ist auch noch nicht zu Ende. Und daran ist auch zum großen Teil die SPD mit Schuld, halt durch diese Agenda 2010, durch Hartz IV und die Reform am Arbeitsmarkt, die diese Leih- und Billigarbeit, diese Werksverträge erst möglich gemacht haben. Ich meine, da müsst ihr euch mal vorstellen, was heute undenkbar gilt, eine Reichensteuer oder eine Vermögensteuer. Unter Kohl haben wir die mal gehabt. Gab es alles schon, ist ja nichts Neues. Ist alles abgeschafft worden. Naja. So, aber genug aufgeregt, genug ausgekotzt, das reicht jetzt für diese Folge. Ja. Eieieiei. Ey, die fahren hier aber auch wie, ne? Ist das denn Edeka-LKW, oder?
Was ist eigentlich mit dem Navi und wieso sieht das so komisch aus? Ich glaube, der Michael Spilker, der hatte mich da im Kommentar auch drauf hingewiesen. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe jetzt aber auch nicht in den Einstellungen geguckt. Oh, wow, 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 ach! Blut für den Blutdruck! Schädel für den Thron! Oh, scheiße, ja. Okay. Gut, das hatten wir in der Tat länger schon nicht mehr. Und so einen krassen Unfall hatten wir, glaube ich. Weiß ich nicht, also das war jetzt echt schon. Sonntagsfahrer. Alter Verwalter, das war was. Ja. Ja. Hm. So. Oh, ich muss mich mal eben hier korrigieren. Schauen wir mal, was uns in Osnabrück erwartet. Und schauen wir mal, ob wir irgendwelche Veränderungen oder was für Veränderungen wir an den NPCs entdecken. Das war nämlich mal wieder kein kleines Update, Alter. Ich glaube, irgendwas um die 2 GB oder so. Also, lass dich überraschen. Schon gar nichts geschehen. So. 13 Kilometer. Ah, 13 Kilometer ist ja nix so weit. Kann er mal schnell. Oh, 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 oh. Ja. Wo stelle ich mich jetzt am dümmsten hin? Hm. Weißt du was? Alles verschüttet. Danke. Mein. Also die fahren heute aber auch wieder. Gut, ich auch, aber die sind ja nicht viel besser. Es sind doch nur doofe KIAs. Doofe KIAs, ja genau. Mindestens. Wenn nicht noch weniger. Ja, was ist denn da schon wieder los? Wo soll ich denn... What? Ach so, hier noch nicht. Verdammt. Na komm. Jetzt zwänge ich mich hier einfach zwischen. Fast unfallfrei. Fast. Alter, wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? Ich hab euch doch schon mal gesagt, ich hab gar keinen. Ja, doch schon, aber nicht für Bus. LKW, ja, aber Bus. Ja, guck. Ja, komm, wird das nochmal was oder? Oder sehen wir diese Folge keine NPCs mehr? Ach, ich überziehe ein bisschen und... Na, kürze ein bisschen ab. Alter, wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? Alte, hörst du mir nicht zu? Super, jetzt wo ich so am Drängeln bin, da geht's auf einmal los. Das war ja so klar. Ja, ist, wie gesagt, das ist die Tetra-Gamer-Verarsche-Ampel. Die ist jetzt... Nee. So ein Rowdy. Echt, ey. Bleibt einfach stehen, wenn ich fahren will. Ja! Guck mal in den Spiegel, Kollege. Oh! Das ist ja schlimmer als in einer Wildwasserbahn. Feuer. Sorry. Jetzt machen wir hier nochmal echt Rambo zum Schluss. Und das nur, weil ich euch gerne die NPCs noch in dieser Folge zeigen will. So, zack, da sind wir ja schon. Super. Haben wir es doch noch.
Einigermaßen. Hinbekommen. Wett. Was soll das? Ich kann sagen, wieso macht denn der die Tür wieder zu? Ist alles auf, ne? Ja. So, ah ja, okay, die ist glaube ich neu. Was mit dir? Du stehst hier einfach nur. Boah. Macht denn ihr für Zappeln, Spastiken oder? Tag. Fahren Sie in meine Richtung? Bielefeld. Gib es zwar nicht, aber mache ich. Auf geht's. Oh. Ich habe ein Piepen gehört. Hallo? Ich würde gerne ein Ticket kaufen. Na, Paderborn. Na gut. Wenn das dann unbedingt dein Reiseziel sein soll. Gucken wir mal. Ciao. Ciao. Ja. Mahlzeit. Hier, mein Ticket. Ja, das ist in Ordnung. Dankeschön. Bitteschön. Sie sinken auch einfach so im Boden ein, oder? Grüezi, bin ich hier richtig? Ja. Ach so, hier, die haben die Tickets da jetzt so in der Hand. Wenn sie nicht gerade mit dem Smartphone, ne? Hallo, bitte sehr. Ja. Bielefeld. Dankeschön. Hier geht alle. Ciao. Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Ihr wollt alle dahin, wo es gar nicht gibt. Dahin, wo es gar nicht gibt, ist auch das beste Deutsch ever. Tag, fahren Sie in meine Richtung? Ah, und er zeigt das Handy so. Ja, okay. Auf geht's. Das. Nur noch der Hansel da, oder? Ja. Ach, Sie. Hallo, hier mein Ticket. Bremen? Ja. Hier steht hier einfach nur so, ne? Ja, gut, Leute, würde ich sagen, für diese Folge war es das wieder. Politische Brainstorming quasi beendet. Und da gucken wir uns unser Busfahrer nochmal an. Würde ich sagen, bleibt mir nur noch zu sagen, habt eine geile Zeit, haltet die Ohren steif. Euer Tetragamer Marcel. Ciao, Leute!